Hallo und herzlich willkommen beim Unboxing der Monster Hunter Figuren, die in der Capcom Figure Builder Serie erscheinen werden, und zwar am 8. Mai. Und viele von euch werden sicherlich die Monster Hunter Reihe für den 3DS unter anderem kennen, wo jetzt erst vor kurzem im Februar der vierte Teil erschienen ist. Und passend dazu gibt es eben, wie gesagt, schon seit längerem eigentlich diese Figuren hier, die man importieren kann. Aber wie gesagt, ab dem 8. Mai gibt es sie auch in Deutschland und in mehreren Volumes. Und jedes Volume beinhaltet eben sechs verschiedene Monster, soweit ich das hier sehen kann. Und die sind halt alle auf diesen Boxen zu erkennen. Ja? Also hier unten dieses Heilmonster, was sich so aufblähen kann. Also, sie dürften alle aus dem vierten Teil sein hier. Die Schlange mit ihren komischen Rasseln. So, also wie gesagt, in jedem dieser ungefähr 12 cm großen Boxen befindet sich ein Monster plus, soweit ich weiß, ein Teil, ein Sechstelteil eines geheimen Monsters, was man eben vollständig sammeln kann. So, und ich zeige euch jetzt einfach mal, was sich hier drin befindet. Ich bin selbst schon sehr gespannt darauf. Und momentan kostet eine so eine Box 15 Euro. Wie der Preis dann ist, sobald die Kollektion offiziell in Deutschland erscheint, das weiß ich leider noch nicht. Also genau hier hinten sieht man eben auch schon, dass es hier eben solche Bodenplatten gibt, auf denen man diese Figuren positionieren kann. Und ja, die kann man unterschiedlich zusammensetzen. So, und ich reiße es jetzt einfach mal auf. Mal sehen. Aha. Okay, das sieht schon mal interessant aus. Das sind die Bodenplatten. Ja. Beziehungsweise die Bodenplatte. Okay, und hier sind mehrere Einzelteile drin. Ja, also den kennt man halt aus dem Vorspann des vierten Teils. Den kann man hier so reinstecken, richtig rum natürlich. Okay. Das hier so rauf, ja, und dann sieht er hier, okay, das ist jetzt fest. Das sieht super aus. So, jetzt hole ich das mal auf dem Display. Ja, also ich muss sagen, die Figur ist halt sehr, sehr detailliert. Also man erkennt halt jede einzelne Schuppe. Und ja, sie besteht halt aus mehreren Teilen. Das heißt, nicht nur der Flügel, den ich vorhin angebracht habe, ist ein Einzelteil, sondern auch zum Beispiel der Schwanz. Ja, oder auch die Beine. Bloß die wurden halt schon vorher angebracht.
Ja, also auch das zweite Package sieht unglaublich interessant aus. Also hier, das müsste ein Rathirn sein. Oder das hier unten. Na, der kommt mir bekannt vor aus dem dritten Teil. Aber wer weiß, vielleicht taucht die auch am vierten Teil aus. So weit bin ich noch nicht. Also hier halt auch die ganzen Hinweise. So, dann mache ich das mal auf. So, mal sehen. Oh, ja. Also wie ihr hier erkennen könnt, das sind schon mal zwei Beine für das geheime Monster, ja, was man sammeln kann. Und das hier ist der Haupttyrant. Das Hauptmonster. Und dann bauen wir das auch mal zusammen. Ja, also hier muss ich die an beiden Arme dran machen. Das ist, glaube ich. Ja, also. Es gibt halt nur diese eine Möglichkeit. So, aha. Und dann kann ich das auch hier so drauf fixieren. Ja. So, also auch hier wunderbare Details. Ja, und auch dieses Monster sieht wie im Spiel aus. Also, es scheint von Hand bemalt zu sein, was man hier an den manchmal leicht unsauberen Übergängen erkennt, die aber nicht so unsauber sind, dass sie hässlich aussehen. Eher im Gegenteil. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass die Figur so klein ist, sieht sie doch sehr, sehr gut aus. Und dafür auch, dass sie aus relativ weichem Plastik besteht. Ja, und auch gar nicht so schwer ist. Ja, ist ja halt genau richtig, um sie sich ins Regal zu stellen. So, und die Figuren, die lassen sich natürlich auch gemeinsam aufstellen. Ja, dann kann man hier, also hier unten seht ihr eben, sind solche Schienen dran. Ja, also jeweils drei solcher positiven und drei solcher negativen Schienen. Und dann kann man die eben auch so zusammenstecken, dass sie quasi auch miteinander kämpfen können. Obwohl es jetzt natürlich keine Pokémon sind. Ja. Und ich muss dazu sagen, also wie gesagt, von dem geheimen Monster haben wir jetzt eine Bodenplatte und diese beiden Beine, die so leicht durchsichtig sind. Und ja, das ist schon mal interessant. Also ich denke mal, die gesamte Figur, man hat bessere Chancen, die gesamte Figur zu bekommen, wenn man eben Freunde hat, die diese Figuren hier ebenfalls sammeln. Und da kann man das eben alles tauschen. Also auch mal, wenn man eine Figur doppelt hat. So, das war's erstmal von mir. Ich werde jetzt erstmal noch ein paar weitere Quests in Monster Hunter 4 bewerkstelligen. Und wir sehen uns dann im nächsten Unboxing-Video. Bis dann. Ciao, ciao.